Ja. Wir wollen ja starten. Es startet einfach. Ja. Ich bin super authentisch so. Okay, willkommen zu diesem Video. Ich bin Sergej Linz und das ist der große, großartige Darius Kamadeva. Danke, danke. Mit dem ich jetzt hier wieder ein Video machen darf und den ich mal ein bisschen ausquetschen kann. So, zum Thema, wie man am besten einen Mann um den Finger wickelt, wie man Männer um den Verstand bringt. Und Darius, mit welchen Fragen kommen Frauen auf dich zu, wenn es darum geht, naja, ihr Liebesleben zu verbessern oder ihr Datingleben auf eine neue Stufe zu stellen? Mit welchen Problemen, mit welchen Schwierigkeiten haben sie zu kämpfen? Ich glaube, es gibt zwei zentrale Schwierigkeiten. Die eine ist, wie finde ich einen Mann, der mir überhaupt gefällt, ja, und nicht einfach nur den nächsten Horst, der irgendwie mir eigentlich gar nicht passt. Mhm. Und wenn ich den Mann gefunden habe, der mir gefällt, wie sorge ich dafür, dass er das Interesse an mir nicht verliert? Weil oftmals dann irgendwie ein erstes Date, zweites Date passiert ist und dann meldet man sich nicht mehr oder er zieht sich zurück und man kriegt schon so, die Frau kriegt schon ein Gefühl dafür, okay, jetzt sein Investment sinkt, er meldet sich nicht mehr so oft und so weiter. Ich glaube, das sind so die zwei größten Herausforderungen, mit denen viele Frauen kommen. Mhm. Ja. Was würdest du Frauen in diesen Situationen raten? Wie können Sie es schaffen, einen Mann, naja, bei einem Mann herauskristallisieren, ob er passt oder nicht? Und wie können Sie eine engere Bindung zu ihm aufbauen? Ich glaube, der wichtigste Schritt ist, dass man sich als Frau erstmal bewusst wird, was ist mein Trauma? Also was ist meine Zielgruppe? Welchen Mann will ich haben? Soll er sportlich sein? Soll er beruflich erfolgreich sein? Welche Werte soll er haben? Soll er Veganer sein? Was auch immer. Und wenn ich diese Vorstellung habe von meiner Zielgruppe, dann darf ich mich fragen als Frau, und das machen die meisten nicht, welche Zielgruppe hat meine Zielgruppe? Ja. Also wenn das mein Traummann ist, was für eine Traumfrau hat denn dieser Traummann? Ja. So, weil der hat ja auch eine gewisse Vorstellung im Optimalfall. Das muss man natürlich mutmaßen. Aber wenn ich weiß, ich will, keine Ahnung, einen erfolgreichen Manager haben, der sportlich ist, der viel auf seine Ernährung gibt, der sich persönlich weiterentwickelt, dann hat er eine Vorstellung davon, was für eine Partnerin er haben will. Ja. Die soll vielleicht selber auch Sport machen, die soll was auf ihre Ernährung geben, die soll Bücher lesen und so weiter. Und wenn ich weiß, was meine Zielgruppe ist und dann ableite, was die Zielgruppe meiner Zielgruppe ist, kann ich mich selbst fragen, möchte ich das sein? Kann ich das sein? Und was muss ich tun, um das zu werden? Das ist natürlich super individuell. Jeder Mann hat seine eigene individuelle Zielgruppe, die ja abhängig ist davon, was die Frau sucht. Aber wenn ich das weiß, dann weiß ich, okay, mein Traummann hat die Traumzielgruppe einer Frau, die zum Beispiel gut, gesund kochen kann. Könnte ja sein. Und dann könnte ich zu einem gesunden Kochkurs gehen und dort einfach Männer kennenlernen, die dasselbe Interesse haben. Und dann ist natürlich meine Erfolgsquote deutlich höher, als wenn ich einfach in eine x-beliebige Bar gehe, in eine x-beliebige Disco oder sonst irgendwo hin. Weil ich sogenannte vorgefilterte Orte habe, die auf meinen Werten, Einstellungen, Zielgruppen einfach basieren. Yeah. Und selbst wenn ich auf so einem Kochkurs einen Mann kennenlerne oder eine Frau und die passen jetzt gerade nicht zu mir in einem Dating-Kontext, dann hat der Mann trotzdem noch vielleicht einen guten Freund, seinen besten Freund vielleicht, der ähnlich tickt wie er, wo er sagt, oh geil, ich bin hier mit meiner Freundin, aber der Thomas, mein bester Freund, boah, den musst du unbedingt kennenlernen. Und so kann man sich ein soziales Netzwerk aufbauen, was aus Menschen besteht, die meine eigenen Werte, mein eigenes Weltbild vertreten, und da habe ich natürlich deutlich höhere Chancen, eine erfolgreiche Partnerschaft zu finden, als wenn ich jetzt einfach nur auf Tinder den nächsten Swipe mache und einfach rein nach dem Foto gehe. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil auf Tinder, wenn du die ganze Zeit auf Tinder rumhängst und dein Liebesleben überhaupt der digitalen Welt anvertraust, sage ich mal, dann kann es, und es passiert tatsächlich sehr, sehr oft, dass Menschen und Frauen speziell, nicht nur Frauen, sondern auch Männer, aber Frauen, dass sie bestimmte Skills verlernen, dass sie es verlernen, auf Männer einzuwirken, dass sie es verlernen, auf eine bestimmte Art und Weise zu spielen, mit Männern zu sprechen. Und wenn sie dann zu einem Date kommen, dann alle paar Monate, dann merken sie, dass sie etwas hölzern sind. Und sie merken auch, dass die Männer etwas hölzern sind. Deswegen ist es enorm wichtig, nicht nur, naja, alle paar Monate zum Date zu gehen, sondern sich die ganze Zeit in Gesprächen mit Männern zu befinden. Ja. Absolut. Ja, das Ding ist, wenn es für dich schon ungewöhnlich ist, mit einem fremden Mann zu sprechen als Frau, dann ist es noch ungewöhnlicher für dich, mit einem fremden Mann zu flirten. Wie willst du denn den Mut aufbringen, einen Mann anzusprechen oder mit einem Mann irgendwie Telefonnummer zu tauschen oder Interesse zu signalisieren, wenn du dich noch unwohl dabei fühlst, einfach Smalltalk zu führen? Und das ist halt super schwierig dann. Genau. Ich habe noch eine sehr, sehr interessante Frage an dich, die mir wirklich unter den Nägeln brennt. Und zwar, Darius hat ja den mit Abstand größten YouTube-Kanal Deutschlands zum Thema, naja, Dating-Partnerschaft für Frauen. Ja. Ich verrate jetzt nicht, wer deinen zweitgrößten Kanal hat. Aber so, ich merke sowohl bei dir in den Kommentaren als auch bei mir manchmal,
manchmal mehr, manchmal weniger, dass Frauen schreiben, warum müssen Frauen die ganze Arbeit machen? Sehr, sehr oft kommt sowas auch, warum erzählst du das nicht Männern? Ja. Ja? Warum sollen wir die ganze Arbeit machen? Ja. Was redest du den Frauen? Wie gehst du damit um? Das Ding ist, ich glaube, viele Frauen, die jetzt meine Arbeit und auch deine Arbeit jetzt kennen, die wissen nicht, dass wir die ersten 5 Jahre, die ersten 10 Jahre unserer Arbeit nur mit Männern gearbeitet haben. Ich habe mehr Videos für Männer produziert als für Frauen. Ich habe mittlerweile ähnlich viel Frauen geholfen wie Männern. Aber wir haben das für Männer gemacht, super viel. Wir sind mit Männern auf die Straße gegangen, in Discos, rumgereist, haben Workshops gemacht, alles Mögliche. Und als ich dann angefangen habe, mit Frauen zu arbeiten, ist tatsächlich diese Frage, warum soll ich das alles machen? Da habe ich schon 6 Jahre als Dating-Coach gearbeitet, da habe ich die erste Mal die Frage gestellt bekommen. Ich kannte die Frage gar nicht. Ich habe gesagt, es wäre ein Einzelfenomen. Und dann sind immer wieder Frauen gekommen. Und ich habe nicht verstanden, warum. Und dann habe ich eine Zeit lang darüber nachgedacht. Und ich glaube, dass es ein bisschen mit dem Feminismus zu tun hat. Ich glaube, dass, und ich bin ein großer Verfechter von Frauenrechten. Wirklich, versteht mich richtig. Ich finde es super, dass wir Gleichberechtigung haben, dass wir Gesetzesentwürfe bringen, die Frauen bekräftigen, die dazu helfen, dass wir einfach eine Gleichberechtigung auch wirklich leben. Ich glaube aber, dass durch diese Feminismusbewegung vielen Frauen so eine Opferhaltung eingetrichtert worden ist, weil sie einfach sagen, ja, du wurdest jahrhundertelang im schlimmsten Fall von Männern, wurden wir hintergangen, übervorteilt, wir wurden ausgenutzt und das ist auch teilweise richtig, absolut. Nur kommen sie daraus aus einer Haltung heraus, wo sie sagen, naja, wir sind die Opfer gewesen über so langen Zeitraum und wir brauchen jetzt von den Männern Wiedergutmachung. Und jeder Mann ist dafür verantwortlich, das bei mir wieder gut zu machen, was seine Vorfahren, eventuell meinen Vorfahren, angetan haben. Yeah. Und dadurch, dass auch zusätzlich noch das allgemeine Bild ist, ja, Männer müssen ja Frauen ansprechen, Männer müssen Frauen verführen und Männer wollen das auch nur so, anders kann es gar nicht funktionieren, kommen Frauen in so eine seltsame Opferhaltung, wo sie sagen, naja, auf der einen Seite darf ich einen Mann nicht ansprechen, weil das gehört sich nicht, und auf der anderen Seite ist der Mann, und ich übertreibe, um zu verdeutlichen, mir etwas schuldig, diese Genugtuung zu tun. Da haben Frauen wie Alice Schwarzer zum Beispiel, haben da eine wichtige Rolle gespielt, Männern ein schlechtes Gefühl dafür zu machen, dass sie Frauen sexuell anziehend finden. Und ich glaube, dass es so eine Mischung aus diesen beiden Dingern ist. Und vielleicht sind es auch viele andere Gründe, aber warum es so ist, ist gar nicht so wichtig, als was es für die einzelne Frau bedeutet. Weil wenn du so eine Einstellung hast und sagst, ja, Männer sind mir was schuldig und ich darf einen Mann nicht ansprechen, weil das gehört sich so nicht, dann begibst du dich selbst in eine Opferposition. Du machst dich selbst ohnmächtig, du nimmst dir selbst die Chance, Macht und Kraft über dein Leben zu benutzen, weil du kannst einen Mann da nicht mehr ansprechen. Du bist einfach nicht mehr dazu in der Lage, weil erstens darfst du nicht und zweitens muss er das ja sowieso machen, weil er ist dir was schuldig. Und das sorgt dafür, dass du dir alle Chancen nimmst, aktiv auf etwas einzuwirken. Und ich bin ein großer Verfechter davon, Frauen zu sagen, hey, sprich doch einen Mann einfach mal an. Du musst ja nicht gleich hingehen und sagen, hey, ich finde dich super sympathisch, wie heißt du? Und das dürftest du auch machen. Aber du kannst ja auch Sachen machen wie zum Beispiel, keine Ahnung, in der Bar, du gehst hin und sagst, hey, kurze Frage, an welcher Barkeeper hier macht denn die besten Cocktails? Dann sagst du, ja, da hinten, da. Okay, geil, danke, ich bin Christiane, dann sagst du, ich bin Sergio, Christiane, alles klar, dankeschön. Und dann gehst du weg und beim Weggehen als Frau guckst du nochmal so über die Schulter und lächelst nochmal so und gibst dem Mann zeigst ihm, hey, du darfst mich trotzdem ansprechen. Und dann kann der Mann in seinen Jagdmodus verfallen. Ja. Das ist ja absolut legitim. Aber viele Frauen sagen, nee, warum soll ich das machen? Das ist ja gar nicht meine Aufgabe. Bullshit. Es ist deine Aufgabe, wenn du eine geile Beziehung haben willst, Verantwortung dafür zu übernehmen, etwas dafür zu tun, den Arsch hochzukriegen, deine Schüchternheit oder was auch immer zu überwinden, um auf den Mann zuzugehen und einfach was zu machen, weil natürlich kannst du dich über die Männer beschweren, aber dadurch wird es halt nicht besser. So die ganze Energie, die du in Beschweren investiere sie einfach, dich gut zu fühlen, meditiere, sorg für ein gutes Gefühl, ruf deine beste Freundin an, dann hast du viel mehr von, als dich darüber zu beschweren, dass Männer an allem schuld sind oder nicht schuld sind oder was auch immer, hilft dir nichts, weil keiner der Männer wird kommen und wird sagen, hey, tut mir leid, seit 200 Jahren oder 20.000 Jahren wurdest du übervorteilt, ich mache jetzt alles wieder gut. Und selbst wenn ein Mann so kommt, den willst du wahrscheinlich nicht haben, weil den findest du unspannend, genauso wie deinen besten Freund, an dem du auch kein Interesse hast. Eigene Verantwortung. Das ist ein Wort, das du erwähnt hast, das wirklich sehr, sehr wichtig ist. Ich habe das übrigens auch bei Männern erlebt damals, die sich ebenfalls auf das Thema Feminismus quasi dieses Thema quasi zum Schuldigen gemacht haben. So in dem Sinne wie, warum muss ich denn Frauen ansprechen? Also schüchterne Männer, die es schwer haben, sich rauszugehen. Warum muss ich Frauen ansprechen? Wir leben doch in einer modernen Zeit. Warum können sie mich nicht ansprechen? Nun, pass auf.
erstens sprechen sie wahrscheinlich schon Männer an, aber eben nicht dich. Ja, weil, naja. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass du mit deinem guten Gefühl reingehst. Egal, was du machst, ja, vor allem bei der Kommunikation mit Männern, sorge zunächst dafür, dass du dich gut fühlst, dass du dich wohlfühlst. Und wenn etwas in deinem Liebesleben nicht passiert, es ist egal. Ja? Es ist nur ein Zwischenschritt. Alles fließt von A nach B. Es ist ja kein so, jetzt haben wir das und jetzt bleibt es so für immer. Sondern es ist immer ein fließender Übergang. Mit jeder Sekunde hast du die Chance, das, was du mitschleppst an Ballast, loszulassen oder weiter mitzuschleppen in die nächste Sekunde. Und deswegen schüttel das Ganze ab und blicke mit einem vorfreudigen Lächeln in deine Zukunft. Denn deine Zukunft spielt sie genau jetzt ab. Nice. Ja. Schön. Sehr schön gesagt. Schön, ja. Direkt Nachwort für ein wundervolles Buch. Alles klar. Vielen, vielen Dank, Darius. Ja, das danke, war danke, echt ein gutes Gespräch. Und falls es dir gefallen hat, natürlich Daumen hoch. Checkt natürlich auch Darius' Kanal aus. Sehr, sehr zu empfehlen. Sehr, sehr viele Tipps für Frauen. Das stimmt. Die teilweise auch mich oft begeistern. Ja, sehr interessante Themen. Und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Dein Zegelins. Und natürlich Darius Kamadeva. Bis dann. Ciao.